Bei der Druck in Helgen. Wie schaut denn du aus? Oh, ich glaube, da haut jemand. Wie schaut denn aus, abgesperrt? Zurück in Helgen. Na gut, gibt es nichts mehr. Außer Ruinen. Mein Schiede, Omi? Oder fliegen wir? Ich glaube, fliegen ist besser. Ich meine, die Chance, einen Kopfgeldjäger zu treffen, ist gering. Rechts von mir. Ja, bitte, der Plan ist, jetzt erstmal den Drachen zu durchschlungen. Und dann lassen wir uns einsperren, im Ackert. Dann sparen wir die Kohle. Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist die Jäger. Ich glaube, diesen blöden Hauptjäger findet ihr. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie ist der Weg? Ja, nicht, oder? Egal. Geht trotzdem. Ja, Drache, pennst du? Hab ich gespeiert? Doppelt, oder? Also wach ist er. Du schaust Luder. Plaudern, nicht oder? Hätte aber nicht plaudern. Wir schlachten. Wo ist er? Ich hab mich gehört, also da ist er. Ja, Drache. Zeigt euch. Die Löwin ist auch da. Klingt die ganz gut. Ja, oh, Schäfin, immer drauf. Der verdruckt dich schon. Das ist ein Drache. Gib du auf. Oh, das ist nicht schön. Bruchlandung. Kopfgeld. Mehr nicht, oder wie? Mir wurscht. Wirklich ist ein Schwert der Feigheit. Auf meine Seele, die schnupfe ich mit und ich muss voll mein noch. Meine Tierfreundschaft, aha. Wobei, so große Tierfreund bin ich gar nicht.
Südliches Bollwerk. Kopfgeld. Moment, weil wir da sind. Habt ihr schon gehört? Diese verdammten Magier haben Winterfeste in die Luft gejagt. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Was haben die gemacht? Oh Gott, die konnte aber gar nicht laut losen. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Was ist passiert? Oh, was ist passiert? Wo rennt die her so? Steh wohl so, oder wie? Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten. Okay, Bum. Mein Kopfgeld ist fällig. Und wir sagen bei der Größe von dem Gegner, hat es mindestens 10.000 Goldstücke. Schäfin, auf dich. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene mir wusste, wer du bist. Ausgezeichnet. Ihr coole habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 500? Mehr nicht. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Dann nehme ich die Sache mit. Die Entschädigung. Sidgar handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Hilbert und mich. Also besonders gut zündet er nicht, gell? Geht da was? Nicht, gell? Also, bist du müde oder was? Um die Zeit? Ich verbitte mir Müdigkeit vor der Deutschen. Alter, wie riskiert das? Mackert. Wir reisen nochmal von der Mine aus nach Mackert. Und dann lassen wir verhaften. So meine ich, komme ich noch nie rein. Ihr Brüder und Schwestern vermackert. Wobei man müsste, warte mal, hinterrundum. Zu meiner Linken. Du geh. Da liegt doch keine Eier. Da hat ja jeder drüber fallen. Also, ich triff noch einen Kopfgeldjäger. Da lohnt mich kaputt. Aber bekannt am Abend liegen die Schanden schlecht. Wenn sie treffen. Die triffst dann, wenn du keine Kohle hast. Hallo, Mackert. Heuer schlimmt der Feindesdruck. Aber wenn wir die einsperren, was sind dann? Oder reifen wir durch, sagt er dazu. Hier schlecht. Und? Keine Sau mit oder wie? Das ist kein Wachposten? Da sitzen sie rum. Ja, boom, da ist los oder wie? Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Helft einem verkrüppelten Arbeiter über die Runden.
Braucht der Weiße, oder wie? Ja? Der Mulusch, wenn dich. Das ist ein verdammter Tyrann. Ständig wird er von der Silberblutfamilie angetrieben, uns noch mehr arbeiten zu lassen. Sie zahlen so gut wie nichts und für Fehler werden wir geschlagen. Aber wo sind unsere Nordherrscher? Was unternehmen sie? Typisch. Ihr wollt einen Ork zur Besinnung bringen? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Auf Wiedersehen. Der Mulusch. Aha. Keine Bewegung. Ihr seid wegen Mordes und Verschwörung gegen die Stadt Markarth verhaftet. Pass auf, soll mir geben? Momoi. Ihr werdet das Sonnenlicht nie wiedersehen. Aus der Sidna-Mine entkommt keiner. Keiner. Meine Zeit absitzen, ich konnte vergessen. Wer in Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Ihr werdet eure Schulden gegenüber Reach abbezahlen. Arbeitet einfach, dann könnt ihr euch eure Freiheit verdienen. In Ordnung, macht sie auf. Meine Freiheit verdienen. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Wer Dito? Bitte, wie schaut denn aus? Oh Gott. Die haben ihn gekleidet, diese Säcke. Da ist immer mein Gold. Gerät ist wieder. Frage einen Gefangenen. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uain zurückgelassen. Deine Tochter ist mir wurscht. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Was hat der Jungblut? Mit Drachenblut. Pass auf, so wie auf dem Keppholz. Mord. Gewalttätig, was? Behaltet das lieber für euch, Neuling. Andere könnten das als Herausforderung ansehen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Mardanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Mardanachs Wache. Groß, selbst für einen Borkul, die Bestie. Angeblich hatte einem Mann ja, den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode so geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Wie war es, als wenn ihr das erste Mal getötet habt? Chef, fix! Jeder quatscht doch! Pass auf! Meine Waffen haben noch genommen, aber meine Magie. Meine Kräfte habe ich noch, oder? Hätte ich gesagt. Ein Schwert kann ich nicht beschwören. Warte mal. Setz mir auf die Wands. Dann habe ich zumindest die Waffen. Das Frischfleisch. So weich und zart. Wie so weich und zart. Als ihr das erste Mal getötet habt. Wie war es, als ihr das erste Mal. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss.
Eine Klinge gibt nick. Na schön. Ihr könnt rein. Stellt dort aber nichts an. Mardanach weiß mehr, als ihr glaubt. Kämpft wacker. Ich sprach Künstler. Ich konnte es. Was soll das sein? Ein Scheißhaus. Lüber gut. Ah, seht euch nur an. Das ist der Mardanach. Dort haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Eure Freiheit, ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markart von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Brakes Geschichte. Aha. Ich hab geschwunden. Frag mal. Das war unser Land. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten. Verboten, sie sind unsere Götter zu verehren. Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir, die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Unser Kampf ist der Kampf des Volkes. Badaf, geh beidl. Brauche ich. Selbst im Gefängnis. Da wird bereit ein Key, wo geht denn da durch? Das ist mein Meister. Nun die Prozent zum Stehlen. Wo steht da drin? Einen Schlüssel benutzen. Und wo ist der? Scheiße. Ihr wurdet Graben verurteilt. Hundebreik. Also grabt. Breik ist hinter mir. Rotwan. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach Bitte, Breik, oh Gott. Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bereuen. Eine Klinge, du doch gar nicht. Was wollt ihr? Ich muss weitergraben. Meine Geschichte? Jeder in der Sidna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? Noch nie. Dann kennt ihr ja die unerbittlichen Blicke, wenn ein Urteil über euch gefällt wird. Den Hohn von Leuten, die niemals einer Strafe ins Auge blicken mussten. Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet?
Eine Familie? Ein Duch, Tobi. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. Den Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen, das reichte schon. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat den Jarl stattdessen, sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Greift gut, in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bedarf. Gott, wir mal schon wieder zurück zu Madanach. Gris war der Unglückliche. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Gut. Ja gut, wir sind doch schon glücklich. In der Mine. Der verdammte Key, wo werden die sein? Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Denn ihr werdet sie vergessen. Schon bald. Die Sonne, die sehen wir wieder. Du aber nicht. Ihr seid ein Sklave, genau wie... Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören, wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie, jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Habt ihr Griswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Der Griswar. Unser Kampf ist der Kampf des Volkes. Tomaten und Salz. Einen Kilo nicht versteckt. So weit ich schon fort. Wenn ich den hätte. Griswar. Der Club da rum. Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte! Komm ich hier? Verschont mich! Bitte! Hier doch! Du dumme Sau! Wo ist er jetzt? Also? Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bereuen. Schnauze, Gewicht doch. Ein Messer, das kann ich so brüten. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Also der Gries war? So unglücklich ist er nimmer. Als ich erwischt wurde, eine Freiheit hat er gefunden. Meine Tochter Urheil zurückgelassen. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Denn ihr werdet sie vergessen. Alter, Griswar ist tot. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich euch und euren neuen Brüdern meine Pläne verkünde. Wird Pläne. Ich glaube, wir checken aus. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Griswar nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markarth in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen! Hau das so mal, wenn wir auschecken.
Kriege ich meine Sau noch? Scheiße, mal dünn jetzt. Meine Ausrüstung. Hier, die kommt ganz zurück. Da gibt nichts schön. Scheiße. Oder kommt das noch? Durch die Ruinen vermackert. Aber da bin ich gespannt. Oder warte mal. Ich mach mal. Abrikadabri. Hört doch meinen Diener. Weilchen einen Teil davon tragen? Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Herr Bellamutter. Da hat doch eine Rüstung für mich. Seht das? Nehmen wir die hier. Stiefel, Handschuhe, Bastio. Wenn die Waffen schon sehr schlecht sind, oder? Na gut. Bastio mal, wie siehst du? Sag das, eine Rüstung habe ich schon wieder. Wie steht bei dir? Passt du, oder? Wie schaut das aus? Schaut das so. Ein gehörnter Kater. ...568, passt schon. Aber meine Waffen werden die drunter gehen zurück. Habt ihr etwas gehört? Bei der Wurst treiben Sie da unten? Nun ja, ist wohl weggelaufen. Wer flüchtet mit den Abgeschworenen, gell? So, der Schlag ist immer. Jetzt nie herkommen. Hey, fix, ich hab immer diesen Ork-Arsch von mir. Wer ist das? Madanach. Oder wie er geheißen hat, du kennst dich aus. Sprich du. Madanach, ich habe gebracht, wonach ihr gefragt habt. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ja, Lieblingsfremdling. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Ich hab mein Krempel wiedergekriegt, jawohl. Jetzt? Ich lasse ganz Markart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren.
Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Nicht mehr sicher, trifft dich ganz gut. Du, warte mal. Und ich bin überladen, oder wie? Meine Kohle wird zurück, jawohl. Aber... Oh Gott, muss ich jetzt mal diese neu organisieren, schön. Pass auf, da ein bisschen. Meine Bekleidung. Blackguard. Meine Maske wiederum. Oh, bei den Waffen, ne, pass auf. Heb mir jetzt Schwert. Ich glaube, das sollte ich verkaufen. Ist das bei den Favoriten drin? Auf Schwerter klingen, auf der 2. Mein Schild auf der 1. Einen Dolch brauche ich nicht. Die Rose war auf der 7. Auruelt Bogen auf der 3. Meine Flammen habe ich noch, jawohl. Weißt du. Aber überladen. Diener, gib mir doch. Ja und, wo ist er? Achso, war der Schutz. Ihr wollt wohl nicht für einen Diener brauche ich. Ich lebe, um zu dienen. Peter, du kriegst das wieder von mir. Meine Rüstung. Die Stiefel der alten Götter. Wo sind die her? Es war eine solche. Ich bin überladen. Freude. Sieh mal an, mein. Gewiss, mein Herr. Es warte mal. War eine solche Frau. Ich hab doch noch einen Ring gehabt. Hätte ich gemeint. Die Rüstung der alten Götter. Das drum. Brauch keiner. Die Handschuhe. Brauche ich nicht. So, jetzt sind wir wieder bei 478. Ich geh wieder. Fürs Erste. Du such mir meine. Mein Kopfgeld. Ich geh dann fort.
Freunde, schau bis aus.